Die Digitalisierung ist eines der zentralen Themen der Landesregierung. Keine Frage, auch die Kulturpolitik wird davon beeinflusst. Kunststaatssekretärin Petra Olschowski will insbesondere junge Menschen mit digitalen Angeboten in Museen locken. Mit dem Projekt Digitale Wege ins Museum, das sie heute dem Kabinett vorstellte, will sie einen wichtigen Baustein im Kunstbereich setzen. Eine Auseinandersetzung mit Kunst ist insbesondere für Kinder und Jugendliche enorm wichtig. Nur so seien sie in der Lage, Kreativität und Fantasie, aber auch Toleranz und Empathie zu entwickeln, betont Kunststaatssekretärin Petra Olschowski. Doch gerade das Museum sei für die jüngere Generation unattraktiv geworden. Also wir haben sozusagen eine doppelte Situation. Das eine ist, wir wollen insbesondere Kinder und Jugendliche, aber auch junge Erwachsene stärker an die Kultur heranführen. Und wir müssen, denke ich, die Medien dafür nutzen, mit denen diese jungen Menschen arbeiten, die sie attraktiv finden und die sie interessant finden. Und das sind eben digitale Medien. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterstützt Olschowskis Projekt Digitale Wege ins Museum. Mit dem neuen Förderprogramm des MWKs sollen die staatlichen Museen dabei unterstützt werden, eben neue digitale Wege ins Museum zu entwickeln. Und dieses Förderprogramm ist, wie gesagt, Teil der Digitalisierungsstrategie, die sich eben auch auf Kunst und Kultur auswirken kann. Von 12 staatlichen Museen erhielten letztendlich 7 einen Zuschlag auf Fördermittel, um digitale Projekte zu entwickeln. Wie so ein digitales Projekt aussehen kann, erklärt die Staatssekretärin an dem Beispiel des Landesmuseums Württemberg. Das Projekt des Landesmuseums Württemberg, das eine Art digitale Zeitmaschine erfinden wird und das ermöglicht, von was wir früher als Kinder immer geträumt haben, nämlich durch die Jahrhunderte zu reisen. Virtual Reality macht die Dinge ja heute fast möglich. Und das Landesmuseum Württemberg wird mit einem Programm Virtual Reality die Möglichkeit haben, von einem spätgotischen Flügelalter ausgehend Kinder und Jugendliche auf eine Reise durchs Mittelalter zu schicken. Andere digitale Mittel sind auch Apps oder Games. Im Vergleich zu anderen Ländern haben die Museen in Baden-Württemberg und ganz Deutschland großen Handlungsbedarf im digitalen Bereich. Man müsse jetzt handeln, wenn man nicht eine ganze Generation verlieren will, so Olschowski.